Herr Schwarz für die SPD-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen, meine sehr verehrten Damen und Herren! Wir werden heute die Einsetzung eines Untersuchungsausschusses zu den sogenannten Cum-Ex-Geschäften beschließen. Dabei handelt es sich um Geschäftsmodelle von Banken und Anlageberatern, deren Renditeversprechen allein auf einer mehrfachen Erstattung und Anrechnung von Kapitalertragssteuer beruhte. Der Gesetzgeber hat diese Gestaltungen der Finanzindustrie durch eine Umstellung der Kapitalertragssteuererhebung ab 2012 faktisch den Boden entzogen. Dies bedeutet aber nicht, dass sie bis dahin legal waren. Im Gegenteil, auch der Direktor des Max-Planck-Institutes für Steuerrecht, Wolfgang Schön, bezeichnet die Geschäfte als illegal. Er geht sogar noch weiter. Ich zitiere: Hier wurden nicht nur versucht, Steuern zu sparen, sondern man hat den Fiskus sogar systematisch gemolken. Zitat Ende. Es ist für mich völlig unverständlich, dass findige Finanzberater immer noch der Auffassung sind, diese Art von Betrug sei legal. Nein, das ist es nicht. Man muss sich das mal auf der Zunge zergehen lassen. Wie kann man es für legal halten, sich die Kapitalertragssteuer zum Teil gleich mehrfach erstatten zu lassen, obwohl sie nur einmal gezahlt wurde und folglich die Finanzämter mehr Steuern erstatteten, als sie einnahmen, auf Kosten der Allgemeinheit? Liebe Kolleginnen und Kollegen, das ist nicht legal, das ist kriminell. Richtig ist, dass die steuerfachliche Bewertung der fraglichen Cum-Ex-Geschäfte im Schrifttum umstritten ist. Auch steht höchstrichterliche Rechtsprechung hierzu noch aus. Inzwischen liegen aber uns Urteile zweier Kölner Gerichte vor, die den Anfangsverdacht der Steuerhinterziehung von Banken bei Cum-Ex-Geschäften bestätigen. Norbert Walter-Borjans hat vollkommen recht, wenn er in der FAZ vom 15.12.2015 sagt, ich zitiere: Die Banken können sich nach eindeutigen Gerichtsurteilen jetzt nicht mehr mit unklarer Rechtslage herausreden. Zitat Ende. Die Cum-Ex-Geschäfte sind mit tatkräftiger Unterstützung der Banken allesamt von sehr wohlhabenden Menschen getätigt worden, die sich gerne zur Elite unseres Landes zählen. Ich frage, was ist daran, Elite sein Vermögen auf Kosten der Allgemeinheit auf solch dreiste Art und Weise unrechtmäßig zu vermehren? Es ist an der Zeit, dass diese Leute endlich zur Besinnung kommen. Um eines klarzustellen: Niemand möchte es vermögenden Menschen verwehren, ihr Geld gewinnbringend anzulegen. Gleichwohl gilt aber auch, dass sie ihren Pflichten nachkommen müssen, ihre Steuern zahlen und nicht der Allgemeinheit die Mittel beispielsweise für die Finanzierung wichtiger Infrastrukturprojekte vorenthalten. Gern zitiere ich hierzu nochmal Norbert Walter-Borjans. Zitat Beginn: Banken und Investoren, die sich einmal gezahlte Steuern trickreich mehrfach vom Staat erstatten lassen, begehen keine lässliche Sünde, sondern unternehmen einen systematischen Raubzug in Milliardenhöhe bei öffentlichen Kassen, in die ehrliche Steuerzahler zuvor eingezahlt haben. Und er sagt weiter: Ich kann nur dazu raten, dass die Täter jetzt ihre Lehren daraus ziehen, für die Vergangenheit reinen Tisch zu machen und sich von kriminellen Geschäftsmodellen zum Schaden der Allgemeinheit verabschieden. Zitat Ende. Aus dem Ankauf der letzten Steuer-CD durch das Land NRW haben sich Anhaltspunkte gegen 129 Banken und Finanzdienstleister ergeben. Dies wird die bereits laufenden umfangreichen Ermittlungen der Strafverfolgungsbehörden natürlich nochmals forcieren. Und dafür gilt ausdrücklich Dank dem Land NRW. Liebe Kolleginnen und Kollegen, der ursprüngliche Antrag der Opposition auf Einsetzung des Untersuchungsausschusses wies diverse verfassungsrechtliche Probleme auf. Diese haben die Abgeordneten des ersten Ausschusses intensiv diskutiert und mit der vorgelegten Neufassung behoben. Insbesondere musste die Untersuchung auf den Kompetenzbereich des Bundes beschränkt werden. Für uns als SPD war es zudem wichtig, nicht nur die Rolle der öffentlichen Banken, sondern auch die der privaten Banken und Finanzdienstleister zum Gegenstand der Aufklärung zu machen. Wenn man ein Bild interpretieren will und bewerten möchte, muss man das Gesamtbild betrachten und nicht nur einzelne Facetten daraus. Und nur so können wir dem Untersuchungsauftrag auch wirklich gerecht werden. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir hegen Zweifel, ob wir dieses parlamentarische Instrument tatsächlich brauchen, weil wir haben auch Strafverfolgungsbehörden, die ja im Moment die Arbeit
sehr, sehr intensiv aufgenommen haben. Diese Auffassung teilt nicht nur die Politik, sondern auch beispielsweise Klaus Ott, der als Redakteur der Süddeutschen Zeitung auf Grundlage des Informationsfreiheitsgesetzes des Bundes Zugang zu den Akten des BMF erhielt. Dennoch gilt, unter Vorsitz unseres Kollegen Dr. Ulrich Krüger werden wir die Aufklärungsaufgabe, die uns das Parlament heute übertragen wird, mit großem Engagement verfolgen und vorantreiben. Wir haben in dieser Legislaturperiode bei der Bekämpfung der Steuerkriminalität schon viele wichtige Erfolge erzielt, gemeinsame Erfolge dieses Hauses. Wir haben die strafbefreite Selbstanzeige deutlich verschärft und den internationalen Datenaustausch durch die Implementierung der OECD-Standards deutlich verbessert. Erfreulicherweise auch mit den Stimmen der Grünen. Und sogar die Linken hat diese Gesetzesverschärfungen nicht abgeschrocken und haben sie zum Teil mitgetragen. Es gibt also in diesem Haus offenkundig eine sehr gute Chance auf breite Mehrheiten für Maßnahmen gegen Steuerhinterziehung und Steuerbetrug. Da kann man ja schon fast von einem Konsens sprechen. Meine Bitte, lassen Sie uns doch in der bevorstehenden Ausschussarbeit daran anknüpfen und die Aufklärungsarbeit gemeinsam vorantreiben. Wer weiß, womöglich ergeben sich auch noch Ideen für künftige gemeinsame Gesetzesinitiativen. Denn eines ist klar, wer gegen Steuerkriminalität vorgeht, hat die SPD-Bundestagsfraktion immer an seiner Seite. Ich komme zum Schluss. Sehr geehrter Kollege Hirte, Herr Pitterle, Herr Kollege Dr. Schick, wir freuen uns auf die gemeinsame Arbeit und bieten allen Beteiligten unsere gute Zusammenarbeit an. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Das Wort hat der Kollege